Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen vom Planeten Erde. Heute haben wir tatsächlich mal wieder einen Überraschungsupload, glaube ich. Ich glaube, keiner von euch hat damit gerechnet, dass wir heute hier auf den neuen Song von Freakso zusammen reagieren und reinhören. Oder hat es irgendjemand damit gerechnet? Ich glaube nicht, Freunde, ich glaube nicht. Das ist, sollte eine große Überraschung für viele von euch sein. Ich renn zu dir heißt der Track. Soweit ich von meinem guten Freund Bescheid bekommen habe, soweit diese Informationen gestimmt haben, hat er gerade seine EP veröffentlicht und da sind einige Musikvideos rausgekommen. Und ich dachte mir, wir hören mal wieder rein bei Freakso. Und lasst auf jeden Fall erst einmal, ja, einen Aufruf, einen Daumen nach oben und einen netten, schönen, lieben Kommentar beim originalen Video dabei. Wir haben noch ein wunderschönes Musikvideo bekommen, was komplett animiert ist, soweit ich weiß. Und das Ganze ist produziert von Arman Uderzo. Ich hoffe, ich habe es ansatzweise richtig ausgesprochen. Meine letzte Freakso-Reaction müsste 3 bis 4 Jahre her sein. Also da müsstet ihr noch ein Flo sehen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist noch Flo mit Brille, Flo mit hochgegelten Haaren, Flo mit boah, mein Setup war auch anders. Wahrscheinlich war meine Kamera noch anders, dass da dieses Spider-Man-Bild im Hintergrund war und mein Fanart und so. Das müsste so vor 3, 4 Jahren gewesen sein, ungefähr. Glaube ich zumindest. Ich habe seitdem auch fast nicht mehr bei Freak so reingehört. Eine Zeile, ich glaube, aus dem Lied Schwarz. Ist das aus dem Lied Schwarz? Eine Zeile, Legendary, Tasty wie vom Heaven, Baby. Das ist bei uns in der Freundesgruppe so ein. Nicht so ein Running Gag, aber das sagen wir mal so. Das ist so ein Ding, was wir sagen einfach. Ja, das stammt von einem Freak-Soul-Lied, das ist eine Freak-Soul-Zeile. Und das ist so der einzige Bezug, den ich ansonsten aktuell habe. Ich freue mich drauf, bei Ich renn zu dir reinzuhören. Und ja, ey, auch mal cool, dass mal wieder ein paar andere Uploads kommen, oder? Ich freue mich, let's go. Direkt Tube Clash-Vibes hier, wenn ich das sehe. Direkt Tube Clash, Junge. Ich renn zu dir, renn durch deine Stadt, renn schnell von hier. Erwarten, hol tief Luft, bleib nicht stehen und renn zu dir, renn durch deine Stadt, bin Fan von dir, schneller als mein Schatten, renn ich zu dir, bin schon außer Atem, hol. Oh, ich möchte eigentlich so viel sagen. Ich liebe das Musikvideo jetzt schon, ich mag die kleine Sonic-Reference hier. schneller als mein Schatten, renn ich zu dir. Sah zumindest aus wie eine Sonic-Reference, in my opinion. Ich mag den Artstyle sehr gerne. Ich mag diese kleinen Details mit der Wolke über seinem Kopf zum Beispiel. Die Stimmfarbe von Freakso fand ich immer schon angenehm und ich mag das Tempo. Dir, schneller als mein Schatten, renn ich zu dir. Bin schon außer Atem, hol tief Luft, bleib nicht stehen und renn zu dir. Ich renn zu dir. Boah, das sieht so schön aus, das Video, Junge. Renn zu dir. Ich renn zu dir. Deine Waffen keinen Kompass, der Oh, okay. Wind geht weit von Vollgas, um dich zu. Also ich habe wirklich lange nicht mal reingehört, Mann. Also er macht auf jeden Fall so ein bisschen, so wie Jordan, mein Freund, mir auch gesagt hatte, macht er so ein bisschen, was heißt ernstere Mucke. Aber er hat früher auch so viele Spaß-Songs gemacht oder mit Gaming-Thematik, mit so Nerd-Thematik und so. Und jetzt ist es mehr so ein bisschen personal Stuff, sag ich mal. Der Finde ich aber cool. Geweiht von Vollgas, um dich zu finden. Mein Getriebe läuft auf Volllast, ohne zu schwinden. Kämpfe mich durch Fieber und Berg, durch das Gesinde. Und ich bin schon fast bei dir. In Gedanken bin ich schon dann gar Fantasie über alles, was du mit mir machst. Es hat immer noch so ein bisschen diesen Anime-OST-Vibe, aber finde ich super cool. Was kennst du dir und frage mich, bist du noch Super angenehm eigentlich. wach? Oder wandelst du im Schlaf? Bitte bleib noch ein bisschen wach, renn schnell für dich. Durch die ganze Nacht, bis ich explodiere. Kann es nicht erwarten, hol tief Luft, bleib nicht stehen und renn zu dir. Ich bin so erstaunt von diesem Musikvideo. Es hat so einen schönen Artstyle, so einen schönen Vibe. Also man könnte wirklich bei jeder Stelle gefühlt einen Screenshot machen und das als Screensaver, Bro, sorry, 1986 hat er angerufen, als ob man Screensaver hat, als Desktop-Hintergrund. Digga, Imagine war doch ein Screensaver. Aber Screensaver, eigentlich coole Zeit gewesen. Screensaver waren eigentlich echt schon cool. Aber wisst ihr, man könnte alles als Desktop-Hintergrund machen. Renn durch deine Stadt, bin Fan von dir, will mit dir was starten, renn schnell zu dir, bin schon außer Atem, hol tief Luft, bleib nicht stehen und renn zu dir. Verfolge Schwarz-Weiß, meinem das wird Pfad auch in nice. deine Richtung, yeah. Die Stadt ist wie ein Wald und du bist die Lichtung. Das war eine schöne Zeile. Das ist eine schöne Zeile. Die Stadt ist wie ein Wald und du bist die Lichtung. Das ist eine richtig schöne Zeile gewesen, Mann. Die Stadt ist wie ein Wald und du bist die Lichtung. Dann noch mit dem Musikvideo hier.
Digga, das sieht wunderschön aus. Das sieht wunderschön aus hier. Das sieht wunderschön aus. Damn. Ich hoffe, dass nachher die Wolke weg ist. Sobald er angekommen ist, dass die Wolke über seinem Kopf weg ist. Bitte, enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Lass die Wolke verschwinden. Oder kommt er gar nicht an? Ey, ich will sehen, ob die Wolke weg ist. Ich möchte sehen, ob die Wolke weg ist. Oha! Gefördert durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft, bla bla bla. Ey, das freut mich! Unterstützen! Unterstützen! Ist das, das wir, ich bezahle das mit meinen Steuern? Würde ich gerne machen. Bundesregierung für Kultur und Medien, ich glaube schon. Das bezahlt, wenn wir das mit den Steuern bezahlen, dann gerne. Dann super gerne. Sowas bezahle ich gerne. Sag ich, wie es ist. Ey, super schön geworden. Also, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht so, das war auch damals schon nicht so, was ja auch gar nicht schlimm ist, dass das die Musik ist, die ich in meine Playlist packen würde und einfach so on the loop hören würde. Das ist es nicht. Es hat für mich, wie ich auch meinte, diesen Anime-OST, Anime-Intro-Vibe und den mag ich sehr gerne. Ich höre mir auch random einfach irgendwann mal in der Woche das One-Piece-Intro an oder alte Pokémon-Intros, Junge, oder Digimon, obviously, ja. Und so ein Vibe hat das für mich irgendwie, den ich mir random irgendwann mal, wenn ich Bock auf diesen Vibe habe, gebe. Aber ist leider nicht so das Ding, wo ich das in meine Playlist packe und jeden Tag mir anhören würde. Was es ja aber auch gar nicht sein muss. Es hat für mich so sehr sommerlichen, frühlingsmäßigen, lockeren, luftigen Vibe und ist für mich wirklich so, wenn ich mir das auf meine Kopfhörer mache, dann bin ich wieder, keine Ahnung, bin ich wieder 9 und renne gerade mit meinen 5 Euro Taschengeld zum Kiosk bei mir und hole mir da 2 Yu-Gi-Oh! Booster für und hoffe, dass ich einfach, keine Ahnung, das neue Elementarhelden-Fusionsmonster bekomme. So, wisst ihr, das ist gerade so dieser Vibe, den ich bekomme. Einfach Kindheit wird dadurch ausgestrahlt und ich denke eben, weil es für mich diesen Anime-Vibe hat auch. Aber super, super spannend, was Freakshow so macht und ich finde es cool, der ist schon so lange am Start und ist auch einer, mit dem ich quasi auch irgendwie zu einem gewissen Teil aufgewachsen bin, der mich auf jeden Fall auch in meiner Jugendphase so geprägt hat, muss man sagen. Super cool, Mann. Hat mich auf jeden Fall gefreut, mal wieder reinzuhören. Ich finde super schön, dass er hier durch diese Bundesregierung für Kultur und Medien irgendwie supportet wird, in was für einer Art und Weise auch immer. Freut mich das. Und schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Freaks so auf dem Schirm hattet überhaupt. Und ansonsten, ob da noch ein anderer Song auf der EP ist oder ein anderer Song, der rausgekommen ist, wo ihr vielleicht denkt, dass der mehr meinen Geschmack treffen könnte. Ihr kennt meinen Geschmack ja mittlerweile sehr gut, würde ich sagen. Und würde mich mal sehr interessieren. Ansonsten, lasst Support und Liebe bei ihm da. Und dann sehen wir uns. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt alle so fresh und gut aussehen, bitte, wie immer, ja. Und ciao.